Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zu einem neuen YouTube-Video mit mir. Ich habe Post bekommen, und zwar von der Firma Letterwish. Lasst uns mal zusammen reinschauen. Das sieht ja jetzt schon wunderschön aus. Lasst uns das Ganze einmal auspacken. Da stehen schon Hinweise drauf. Einmal Sketchbook Dark Blue und einmal Journal. Und dann steht da nichts drauf. Lasst uns mal das Skizzenbuch erstmal auspacken. Oh Mann, ich will dieses wunderschöne Papier gar nicht kaputt machen. Das ist, wie soll ich das auspacken, ohne das zu beschädigen? Versuchen wir mal ganz vorsichtig. Oh Mann, ich glaube, ich kriege das vorsichtig nicht hin. Das ist hier geklebt. Oh, schade, schade. Ich muss das, glaube ich, kaputt reißen. Ich bin so gespannt. Letterwish macht wunderschöne Skizzenbücher. Auf ihrer Instagram-Seite zeigen sie, wie sie diese Skizzenbücher herstellen, und das ist noch echte Handarbeit. Ihrer Instagram-Seite zeigen sie, wie sie diese Prägungen machen und auch wie sie diese Folienprägungen machen. Das ist noch echte Handarbeit. Es hat einen offenen Buchrücken, und was mir besonders gut gefallen hat, was auch mega wichtig ist für ein Skizzenbuch, ist, dass es sich komplett flach aufklappen lässt. Mir wurde schon angekündigt, dass das kein Aquarellpapier ist. Das ist Zeichenpapier, 130 Gramm. Auf der Homepage steht drauf, dass es geeignet ist für Bleistift, Feinliner, Füller, Tusche, Brushpen und Copicmarker. Das alles werden wir ausprobieren, aber auch nicht nur das. Ich werde trotzdem Aquarell drauf ausprobieren und Acryl. Wir werden einfach einen Härtetest machen und schauen, was passiert. Das Papier fühlt sich auf jeden Fall mega glatt an, und ich glaube, dass Copic-Marker werden sich am wohlsten hier drauf fühlen. Aber lasst uns mal das zweite Päckchen aufmachen. Das soll ein Journal sein. Ich habe noch nie ein Journal besessen. Deswegen bin ich sehr gespannt. Ein Türkis. Ich liebe Türkis. Ist die Vorderseite auch Türkis? Bin gespannt. Ja. Wow. Wow. Da kann ich mich gar nicht entscheiden, welches ich jetzt schöner finde. Hier ist eine türkise Prägung. Auch ebenfalls mit offenem Buchrücken.
und mit Blankoseiten. Die gibt es jeweils immer in der Option einmal Blanko und einmal gepunktet. Wunderschön. Da bin ich mal gespannt, ob bei dem Journal jetzt das Papier das gleiche ist wie bei dem Sketchbook. Lasst uns das mal nachschauen. Ja, also das Journal ist inhaltlich genau gleich. Das hat dasselbe Papier wie das Gipsenbuch. Ich mag diese offene Bindung total gerne. Ich finde, das sieht aus wie noch nach einer echten Handarbeit. Ihr wisst ja, ich habe ja selbst mal ein Skizzenbuch gebunden. Das ist jetzt peinlich, das im Vergleich zu zeigen. Und auch damals, ich wollte damals auch einen offenen Buchrücken haben, aber ich wusste gar nicht, ob sowas überhaupt möglich ist, ob man sowas machen darf und ob das nicht auseinanderfällt und so weiter. Und jetzt, wo ich das sehe, wie das gemacht ist, das ist hier so verleimt, das sieht richtig edel und einerseits sieht das nach Handarbeit aus, andererseits sieht das richtig edel aus. Jetzt bin ich aber natürlich auch gespannt, was die Schätzchen so aushalten. Also lasst uns mal anfangen. Und als erstes werde ich alle Materialien, die ich so habe, durchtesten und schauen, was das Papier so aushält. Und zum Schluss male ich ein Motiv mit dem Material, was am besten abgeschnitten hat. Die Frage aller Fragen ist, also ich werde ja beide, ich werde kein Journal führen, ich werde beide Bücher als Skizzenbücher benutzen. Die Frage aller Frage ist, mit welchem Skizzenbuch soll ich anfangen? Die sind beide wunderschön. Ich liebe Türkis, ich liebe Dunkelblau, ich liebe allgemein Blautöne. Oh, mit welchem soll ich anfangen? Ist so schwierig, da sind so viele Seiten drin. Ich werde Ewigkeiten dafür brauchen. Das heißt, die Entscheidung muss gut getroffen werden. Was sagt ihr? Schreibt mal in die Kommentare. Mit was soll ich anfangen? Mit dem Türkisen oder dem dunklen Blauen? Ich kann mich nicht entscheiden. Dadam, ich habe mich für das Dunkelblaue entschieden. Hat auch nur ein paar Stunden gedauert. Und tatsächlich habe ich mich dafür entschieden, ein Journal zu führen. Habe ich noch nie gemacht, aber wenn ich jetzt schon einen wunderschönen Journal habe, sollte ich vielleicht damit anfangen. Ich habe gar keine Ahnung, was ein Journal ist. Ist es ein Kalender mit Notizen? Ich glaube ja. Wenn ihr euch da auskennt, könnt ihr mir ja gerne helfen in den Kommentaren. Vielleicht irgendwie YouTuber verlinken oder sonst irgendwas. Ja, ich bin da Frischling drinne. Wie versprochen habe ich erstmal alle Materialien, die ich so habe, ausgepackt und getestet. Als erstes die Marker von Edding, die ich hatte. Dann normale Marker, Buntstifte, Bleistifte, Aquarell und sogar Gouache. Also Feinliner natürlich, Kugelschreiber und alles, was ich sonst so in der Schublade hatte. Und ich habe sogar ganz verrückt gespielt und habe Flüssig-Watercolor rausgeholt und einfach oben drauf getröpfelt, obwohl das Papier nicht dafür geeignet ist. Ihr wisst ja, ich brauche Härtetests. Ich will gucken, was geht. So wie auch vom Hersteller angegeben, haben Marker, Feinliner, Buntstifte, Bleistifte haben super funktioniert. Die Buntstifte haben sich super layern lassen. Was mir besonders aufgefallen ist, wie gut sich die Sachen wieder wegradieren lassen. Noch nie habe ich auf ein Papier so gut radieren können wie auf diesem Papier. Es hat ich verstehe dieses Papier ganz ehrlich gesagt nicht. Ich habe noch nie so ein Papier gehabt. Es hat, wenn man drüber fässt, hat es eine sehr, sehr glatte Oberfläche. Aber wenn du es dann benutzt, fühlt sich das an wie Aquarellpapier. Ganz merkwürdig. Es hat sich auf jeden Fall mega gut radieren lassen, ohne dass auch nur ein kleines Fitzelchen abgerubbelt wurde. Wie auch vom Hersteller angegeben, ist das kein Aquarellpapier und man sieht auch an diesen drei Farbkreisen, wie sehr die Farbe weggesaugt wird und die Farben verlieren einfach ihre strahlende Kraft. Und dennoch dachte ich, male ich einfach mal nasse nass Aquarell und schau, was passiert. Und wer hätte das gedacht? Die erste Schicht verblasst tatsächlich, die wird weggesaugt vom Papier einfach. Aber die ganzen nächsten Schichten, die du drauflegst, die sind wieder strahlend wunderschön. Also ich werde auf jeden Fall in diesem
in diesem Skizzenbuch auch mit Aquarell malen. Schaut euch das Endergebnis an. Ich finde es super. Natürlich werde ich jetzt nicht so radikal vorgehen und nasse-nass arbeiten. Ich würde vorsichtiger sein. Also darf man einfach nur nicht radikal nasse-nass arbeiten. Dann wird sich alles wellen und durchsippschen. Aber so vorsichtig mit ein paar trockenen Leeren. Ich finde, das geht. Müsst ihr mal selber testen und einfach schauen, was ihr dazu sagt. Ansonsten hat aber Letterwish gesagt, dass sie bald ein Aquarellskizzenbuch rausbringen. Das türkise Gelbe und Magenta ist Gouache und seht euch bitte an, wie wunderschön sich Gouache auf diesem Papier legt. Und jetzt schauen wir uns einmal die Rückseite an. Dass jetzt Aquarell und diese Watercolor Liquid sich durchdrückt und wellt, das war ja klar. Dafür ist das Papier nicht geeignet. Aber wie ihr seht, hat sich auch der Marker extrem durchgedrückt. Und wenn ihr mit Markern auf diesem Skizzenbuch arbeiten möchtet, dann müsst ihr euch unbedingt Löschpapier dazwischen packen. Ansonsten wird es nicht nur auf die Rückseite durchdrücken, sondern auch auf das nächste Blatt. Das müsst ihr bitte beachten. Hier seht ihr nochmal alle Materialien im Überblick, die ich benutzt habe. Und was glaubt ihr, für was habe ich mich entschieden? Schreibt es gerne in die Kommentare. Gebt mal euren Tipp ab. Natürlich für Gouache. Wie hätte es anders sein können? Ich habe mich in diese Farbkraft, in diese strahlende Farbkraft einfach verliebt. Ich liebe meine Gouache und ich liebe Papiere, die mein Gouache lieben. Ich habe mich nicht an die erste Seite im Skizzenbuch herangetraut. Leute, die gerne in Skizzenbücher malen, wissen warum. Weil die erste Seite hübsch sein muss. Und komischerweise ist es immer so, dass das erste, was du ins Skizzenbuch malst, nicht hübsch ist. Warum auch immer. Also fange ich immer grundsätzlich ab der Mitte an. Und da ich immer möchte, dass in meinen Skizzenbüchern die Bilder zueinander passen, habe ich zwei Bilder gleichzeitig gemalt. Guckt euch bitte, wie dieses Dunkelblau mit diesem Magenta zusammen aussieht. Oh, das sieht so lecker aus. Ich liebe diese Farbkombination aus Dunkelblau und Magenta. Wie ihr das vielleicht in der linken Ecke oben mitbekommen habt, habe ich Werbung geschaltet. Das bedeutet, ich habe die Skizzenbücher zugeschickt bekommen. Tatsächlich ist das meine allererste Kooperation hier auf YouTube. Und ich freue mich sehr. Und ich freue mich auch, dass ich mit solchen wundervollen Produkten starten kann. Auch jetzt nach ein paar Wochen, nachdem ich die Skizzenbücher getestet habe, habe ich nichts zu mäkeln, außer vielleicht den Preis. Der tut ein bisschen weh. Pro Skizzenbuch bezahlt ihr ungefähr 25 Euro. Summa summarum. Das ist schon ein Sümmchen. Aber wenn man bedenkt, dass das alles Handarbeit ist, das ist ein Unternehmen in Münster, in Deutschland bei uns. Und besonders bei unserer aktuellen Wirtschaftslage in Deutschland müssen wir deutsche Unternehmen unterstützen, wo wir nur können, weil die werden sonst bald einfach nicht mehr existieren. Und ansonsten hat auch dieses Skizzenbuch unglaublich viele Seiten. Ich weiß gar nicht, ob das da irgendwo steht auf der Seite, wie viele Seiten es hat. Also es ist sehr dick und sehr groß und ich werde Ewigkeiten brauchen, um das zu füllen. Ich konnte es nicht lassen und wollte wieder gucken, was geht. Auf die Gouache-Schicht habe ich Watercolor drauf getröpfelt. Ich wollte so per Zufall irgendein Monster entstehen lassen.
Und Letterwish arbeitet übrigens noch mit uralten Druckmaschinen aus den 50er und 60er Jahren. Das sieht so geil aus. Das hat mich so fasziniert, dass ich erstmal einen ganzen Tag mir Dokus über Druckmaschinen aus den 60ern an Deutschland angeguckt habe. Schaut euch das mal an. Ich darf mit solchen Maschinen niemals arbeiten. Ich hätte mir am ersten Tag schon die Finger abgehackt da, ne? Und stellt euch mal vor, in anderen Ländern gibt es noch Kinderarbeit. Da machen solche Arbeiten die Kinder. Ich will mir gar nicht vorstellen, was da alles passiert. Ich weiß, was mit mir passiert wäre. Das ist schlimm genug. Aber kommen wir zu dem Bild. Ich bin immer noch in meiner Baba Yaga-Stimmung und wollte wieder eine Baba Yaga malen. Ich habe mir nicht viel dabei gedacht. Ich wollte einfach losmalen und es ging auch alles von selbst. Ich habe Gouache einfach sehr vermisst und das ging alles von selbst. Aber irgendwie, ohne nachzudenken, habe ich diesmal eine komplett neue Technik für mich entdeckt und benutzt und war so fasziniert davon. Ich habe einen uralten, schäbigen Pinsel genommen, der wirklich in alle Seiten ausgefranst ist. Und das ist so geil geworden. Das hat so viel Spaß gemacht, dass ich das zum Schluss echt so sehr bereut habe, dass ich dieses Bild nicht auf eine Leinwand gemalt habe. Und dann denken einige von euch, ja, mach das doch. Mach das doch. Wenn du das jetzt in ein Skizzenbuch gemalt hast, dann mal das doch einfach auf eine Leinwand. Ja, genau das haben mir die Leute auch geschrieben auf Insta. Aber ich habe da so ein Problem. Ich bin endlich fertig. Das heißt, irgendwann kommt das Video. Keine Ahnung wann. Also diese Woche definitiv nicht. Vielleicht schaffe ich bis nächste Woche das zu schneiden. Und ich bin so mega traurig, dass ich dieses Bild nicht auf Leinwand gemalt habe. Denn es ist jetzt offiziell mein aktuelles Lieblingsbild. Ich habe was nebenbei, keine Ahnung, wo ich war. Also ich war nicht dabei. Ich war nur körperlich anwesend. Und es ist eine komplett neue Technik entstanden, die ich so geil finde. Und ich habe Angst, dass ich das nicht schaffe, das nochmal zu wiederholen. Warum habe ich dieses Bild nicht auf Leinwand gemalt? Warum? Nur in einem Sketchbook. Kennt ihr das? Ich habe Angst. Wer hat das gemacht? Ich habe keine Ahnung, wer das gemalt hat. Ich habe Angst, dass ich das nicht schaffe, nochmal so darzustellen. Vielen lieben Dank für deine Nachricht, liebe Tanja. Ich werde die jetzt mal öffentlich beantworten, wenn das okay für dich ist, weil ähnliche Fragen kamen auch von anderen, wovor ich Angst habe, genau. Das ist irgendwie was ganz, ganz Komisches, was Merkwürdiges. Wer hätte es gedacht? Manchmal macht man etwas, besonders wenn mir das Bild gefällt. Manchmal macht man einfach und dann war es das. Manchmal male ich dann etwas, was mir tatsächlich selber mega gut gefällt. Und ich frage mich, warum ich das kann. Woher ich das kann? Warum kann ich das? Wer hat das gemacht? Weil ich war vom Kopf her, ich höre Hörbücher nebenbei, ich bin geistig abwesend und nur körperlich anwesend. Und dann zack, wacht man aus seiner Trance auf und denkt, wer hat das gemacht? Diesen Zustand habe ich beim Malen und nur beim Malen sehr häufig. Und immer wenn ich ein Bild male, habe ich die Angst oder das Gefühl, dass das einmalig ist, dass das Zufall war, dass ich das jetzt so hinbekommen habe, besonders wenn mir das gefällt. Ich denke, dass es Zufall ist, dass es nichts mit Können zu tun hat, sondern oder mit Handwerk zu tun hat, sondern ich hatte einfach heute Glück. So eine Denkweise schleicht sich immer wieder bei mir ein.
Ich hatte auch mal von einer, ich weiß nicht, kann man das Krankheit nennen oder Störung oder was auch immer. Ich habe vergessen, wie die heißt. Werde ich gleich mal einblenden und googeln. Es gibt in der Psychologie gibt es einen Begriff dafür. Und zwar gibt es Menschen, die zum Beispiel sie lernen, studieren und werden Arzt und praktizieren auch als Arzt und alle sind zufrieden mit denen. Alles ist in Ordnung und dennoch beschleicht sie immer wieder das Gefühl, ich bin ein Scharlatan. Führe sie alle hinters Licht. Ich bin gar kein echter Arzt. Und irgendwann kommt der Moment und ich fliege auf. Irgendwann, wenn sie das sehen, was ich sehe, dass ich eigentlich gar nichts kann. Und sehr viele Künstler und ich auch leiden auch unter solchen Gedanken, dass das sehr oft, besonders wenn ich einen Auftrag bekomme, besonders wenn es ein größerer Auftrag ist. Und ein Teil von mir weiß ganz genau, das habe ich 100 Mal gemacht, ich kann das. Und ich kann es nicht nur, sondern ich habe auch noch Spaß dabei. Und ein anderer Teil in mir sagt mir, du bist eine Lügnerin, du kannst das gar nicht. Die letzten 100 Bilder, das war alles nur Zufall. Kennt ihr solche Gedanken? Ist Psycho, ist logisch, dass es Psycho ist, ne? Gesund ist das nicht. kennt ihr solche Gedanken? Und 91% von euch haben gesagt, ja, sie kennen solche Gedanken. Also das hat ja ganz klar irgendwas mit Selbstzweifel zu tun, auf irgendeiner kranken Art und Weise. Da gibt es auch noch eine Abwandlung von diesen Gedanken. Und zwar gibt es Menschen, die immer Angst davor haben, dass irgendwann bei ihnen mal die Polizei vor ihnen steht. Obwohl sie nie ein Verbrechen begangen haben, haben sie Angst davor, dass irgendwann die Polizei vor der Tür steht und sie abholt und ins Gefängnis bringt. Teilweise leiden sie dann sogar, das ist dann noch eine Stufe härter, unter Verfolgungswahn, dass sie beobachtet werden, ob sie auch wirklich alles richtig machen. Zum Glück ich bin voll bedient mit dem ersten Teil, mit meiner Störung, danke. Zum Glück habe ich nur das erste. Aus diesem Grund auf jeden Fall kann ich niemals Bilder doppelt malen oder sehr selten und habe Angst, dass ich das überhaupt gar nicht kann. Habe panische Angst davor, dass ich das nicht nochmal wiederholen kann. Obwohl ich eigentlich schon das gemacht habe und in der Praxis sieht das anders aus. Aber im Kopf, ja. Naja, wie sieht es da bei euch aus? Kennt ihr solche Gedanken? Kennt ihr solche Ängste, dass das alles Zufall war, dass ihr eigentlich gar nicht malen könnt? Hier seht ihr auf jeden Fall mein Ergebnis, nachdem ich aus der Trance aufgewacht bin. Im Video hat man das schlecht gesehen, was ich meine mit den Draufkratzen, aber gleich in der Nahaufnahme seht ihr, was ich meine. Ich mag das Bild der Hexe richtig gerne und besonders diese draufgekratzten Gesichtszüge gefallen mir sehr gut. Ihr könnt mir mal gerne eure Meinung dazu verraten. Wie findet ihr es? Und kommen wir auch noch mal zum Fazit des Skizzenbuches. Ich liebe dieses Skizzenbuch. Ich werde es ab sofort täglich nutzen. Auf jeden Fall für Gouache. Ich liebe es, wie Gouache auf diesem Papier strahlt und sich legt. Aber ich werde es auch für Aquarell benutzen. Falls ihr ebenfalls an so einem Skizzenbuch interessiert seid, dann verlinke ich euch in der Beschreibung den Shop von Letterwish und ihr Instagram-Profil. Hinterlasst denen auch gerne liebe Grüße von mir, wenn solltet ihr bei ihnen was bestellen.
So, das war's schon mit dem Video. Ihr könnt auch gerne auf mein Instagram vorbeischauen. Da wird es demnächst detaillierte, hochwertige Fotos von diesen Bildern geben. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, diese Bilder zu malen. Die Zeit ist verflogen wie im Flug und ich freue mich auf mehr. Aber fürs Erste bedanke ich mich fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Abonniert sehr gerne meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bye!